Was wäre, wenn der Wetterbericht starken Wind vorhersagt, mit 10-facher Schallgeschwindigkeit? Abendlicher Platzregen aus Schwefelsäure? Oder einen Hurrikan, der doppelt so groß ist wie die Erde und 300 Jahre andauert? Dies sind keine Szenarien aus einem Science-Fiction-Film. Es sind Wetterberichte aus dem Universum. Das Wetter der Erde im Extremen. Wir werden das heftigste, schlimmste, verrückteste und stürmischste Wetter des Universums betrachten. Wir gehen auf Entdeckungsreise zu den Geheimnissen des Universums. Sturm im All. Wetter ist der Zustand einer Atmosphäre. Wir glauben, wir hätten es schlecht auf dem dritten Planeten von der Sonne aus gesehen. Mit schlimmen Gewittern. Drückender Hitze. Oder unerträglich niedrigen Temperaturen. Doch unser Wetter ist harmlos, verglichen mit dem Wetter andernorts im Universum. Regen, Wind und Stürme haben dort völlig andere und bizarre Ausmaße. Doch obwohl die Mechanismen, die diesen Klimaerscheinungen zugrunde liegen, denen auf der Erde ähnlich sind, sind ihre Ergebnisse erschreckend. Es hat 480 Grad Celsius auf der Venus. Heißer als ein Pizzaofen. Jeden Tag. Der Mars ist knochentrocken und mehr als eiskalt. Es gibt Blitze und Stürme. All diese Wetterphänomene beruhen auf Temperaturunterschieden durch die ungleichmäßige Sonneneinstrahlung, welche die Atmosphäre in Bewegung bringt. Vielleicht liegt die Antwort auf das Schicksal der Erde in den Weiten des Weltalls. Wir zeigen Ihnen die extremsten Klimaerscheinungen, die das Universum zu bieten hat. Wenn man wissen will, wohin das Klima unseres Planeten steuern könnte, muss man unsere Nachbarplaneten in unserem Sonnensystem betrachten. Wissenschaftler wissen, dass jedes Wetter von einer Voraussetzung abhängt: Hitze. Hitze löst Winde aus. Und auf anderen Planeten gibt es Winde, die alles uns Bekannte übertreffen. Jupiter ist ein Riesenplanet. Er ist größer als alle übrigen Planeten zusammen. In Sachen Wind ist Jupiter der Erlebnispark unter den Planeten. Die Jetstreams des Jupiters sind toll. Hier auf der Erde gibt es im Wesentlichen einen Jetstream pro Hemisphäre. Auf dem Jupiter gibt es etwa 30 Jetstreams. Sie hängen mit seinen Wolkenbändern zusammen. Die Jetstreams umrunden den Planeten in diversen Richtungen. Sie sind an ihren unterschiedlichen Farben zu erkennen. Diese Jetstreams rasen durch Jupiters 1600 Kilometer dicke Atmosphäre. Die Erde hingegen besitzt nur wenige Jetstreams und eine Atmosphäre von nur 160 Kilometern. Doch warum gibt es so viele Jetstreams und warum überhaupt Wind auf einem Planeten,
der nicht einmal ein Viertel des Sonnenlichts der Erde abbekommt. Eine Theorie besagt, die Winde seien die direkte Folge der schleichenden Abkühlung dieses heißen Planeten. Jupiter ist ein riesiger Planet mit 300-facher Erdmasse. Bei seiner Entstehung entwickelte sich eine große Hitze, die er bis heute abgibt. Die abgestrahlte Hitze steigt in die Atmosphäre auf und trifft dort auf kühlere Luft. Wie die Erde die warme und kalte Luftströme im Gleichgewicht hält, kämpft auch Jupiter um die Balance. Diese Energie treibt die Winde und Stürme in Jupiters äußerer Atmosphäre an. Die Jetstreams des Jupiters sind wirklich heftig. Sie haben Windgeschwindigkeiten von vielen hundert Stundenkilometern und transportieren große Gasmengen. Doch anders als auf der Erde sind die Jetstreams sehr stabil. Auf der Erde sind Windgeschwindigkeiten über 320 Stundenkilometer selten. Die Jupiter-Jetstreams sind um 500 Stundenkilometer schnell. Das ist sehr schnell und man kommt nicht heraus, man ist in ihnen gefangen. Sich etwa durch Jupiters äquatorialen Jetstream zu bewegen, käme einer höllischen Achterbahnfahrt gleich. Es ist eine nie endende Achterbahnfahrt, ich liebe es. Man würde über 100 Kilometer nach oben und unten gewirbelt werden. Das wäre ein Druckunterschied, größer als der zwischen Erdoberfläche und dem Gipfel des Mount Everest. Die Jetstreams des Jupiters sind beeindruckend, jedoch nichts im Vergleich zum nächsten Planeten. Auf den ersten Blick ist Neptun der letzte Ort, an dem Wissenschaftler Stürme oder heftige Winde vermuten würden. Hitze ist Mangelware auf diesem eisigen Planeten. Neptun ist eisig kalt. Neptun absorbiert nur ein Tausendstel des Sonnenlichts der Erde. Bis 1989 galt Neptun geradezu als langweilig. In großer Entfernung zur Sonne mit einer Umlaufzeit von 165 Jahren glaubte niemand daran, auf dem blauen Planeten große Entdeckungen zu machen. Doch ein Besuch von Voyager 2 änderte alles. Als die Sonde den Planeten passiert, sind die Wissenschaftler erstaunt, Spuren von Wolken zu erkennen. Noch überraschender ist, dass diese Wolken mit hoher Geschwindigkeit über Neptun rasen. Etwas treibt sie an. Etwa Wind? So weit von der Sonne entfernt? Neptun ist der windigste Planet des Sonnensystems. Auf seiner Oberfläche treten Windgeschwindigkeiten von über 1600 Stundenkilometern auf. Stellen Sie sich vor, jedes Mal, wenn Sie nach oben schauen, wehen dort Winde, die die Schallmauer durchbrechen. Wissenschaftler schätzen, dass die Winde je nach Wetterbedingungen bis zu 2400 Stundenkilometer erreichen. Eines der ungelösten Rätsel unseres Sonnensystems ist die Tatsache, dass auf Neptun viel höhere Windgeschwindigkeiten vorherrschen als auf Jupiter, obwohl er nur 4% der Sonneneinstrahlung abbekommt. Dieser Mangel an Sonnenlicht und Hitze widerspricht allem, was Wissenschaftler über die Entstehung von Winden hier auf der Erde wissen. Man könnte glauben, je mehr Sonneneinstrahlung, desto stärker die Winde. Doch auf der Erde herrschen Windgeschwindigkeiten von etwa 50 Stundenkilometern gegenüber 1400 Stundenkilometern auf Neptun.
Wissenschaftler glauben, dass in Neptuns Innerem noch Hitze von seiner Entstehung vor Milliarden von Jahren gespeichert ist. Doch niemand versteht, wie diese Hitze ausreichen kann, um solche Windgeschwindigkeiten zu erzeugen. Neptun gibt doppelt so viel Hitze ab, als er durch die Sonne aufnimmt. Doch das genügt nicht, um seine gewaltigen Winde zu erklären. Eine neue Hypothese wird aufgestellt. Mangelnde Reibung könnte Neptuns Winden gestatten, ungehindert um den Planeten zu rasen. Wir können dankbar sein, dass es auf der Erde Reibung gibt. Reibung tritt auf, wenn der Wind auf Objekte wie Bäume, Gebäude oder auf Gebirge trifft. Reibung bremst die Winde ab. Wie andere Gasriesen hat Neptun keine feste Oberfläche. Auch wenn die Sonneneinstrahlung sehr schwach ist, können sich starke Winde entwickeln, wenn auch die Reibung sehr gering ist. Neptuns Winde sind die eindrucksvollsten unseres Sonnensystems. Doch das Universum ist groß. Und was hier beeindruckt, verblasst im Vergleich zum Wetter in den Weiten des Alls. Die vielleicht aufregendste Entdeckung der planetarischen Wissenschaft sind unglaubliche Winde, die wir hoffentlich nie erleben werden. Wenn Sie die wildesten Stürme des Kosmos erleben wollen, dann ist heißer Jupiter Ihr Ziel. Heißer Jupiter ist eine Klasse von Exoplaneten. Kein Ort, an dem man sein möchte. Es ist noch viel schlimmer als auf Neptun. Es ist viel heißer und die Winde sind viel schneller. Wenn Sie einen ruhigen, gemütlichen Ort suchen, sind Sie mit Neptun besser beraten. Heiße Jupiter kreisen sehr eng um ihre Sterne, viel enger als Merkur um unsere Sonne. Und die große Hitze dort sorgt für wildes Wetter. Sie erhalten etwa 20.000 Mal so viel Licht von ihrem Stern wie Jupiter von der Sonne. Die Temperaturen sind enorm, zwischen 800 und 1000 Grad Celsius und mehr. Die heißen Jupiter befinden sich in sogenannter gebundener Rotation. Das heißt, sie wenden ihrem Stern immer dieselbe Seite zu. Eine Seite des Planeten wird ständig von seinem Stern angestrahlt. Man würde erwarten, dass sie sehr heiß ist. Doch gleichzeitig gibt es die Nachtseite, die nie das Licht sieht. Die Nachtseite ist also wahrscheinlich recht kalt. Um die Temperatur der heißen Jupiter zu ermitteln, messen Wissenschaftler, wie viel Licht der Planet absorbiert, während er auf seiner Umlaufbahn vor einem Stern vorbeizieht. Sie leuchten sehr hell im Infrarotbereich. Will man die Temperatur eines Planeten messen, so muss man seine Infrarotstrahlung betrachten. Doch die Temperaturen auf der Tag- und Nachtseite sind nahezu identisch. Eine erstaunliche Entdeckung, bedenkt man die extreme Situation. Irgendwie wird die Hitze von der Tagseite auf die Nachtseite abgeleitet. Doch auf welche Weise? Winde von enormer Geschwindigkeit sind die Antwort. Die Winde könnten an die 10.000 Kilometer pro Stunde schnell sein. Diese Winde auf einigen heißen Jupitern sind schneller als alles, was wir kennen. Wie schnell sind 10.000 Stundenkilometer? Bei dieser Geschwindigkeit könnte man in 20 Minuten von New York nach Los Angeles fliegen. Da ist diese extrem heiße Tagseite mit all den heißen Gasen. Und diese wollen auf die Nachtseite. Wind entsteht, da diese heiße Luft auf die kalte Nachtseite des Planeten strömt. Es ist wie beim Windsurfen. Man kommt an einem windigen Tag hier raus, setzt sein Segel und fliegt nur so durch den Hafen.
Genau so ist es auf diesem Planeten. Die extremen Winde packen die Gase und treiben sie auf die Nachtseite, noch bevor sie abkühlen. Dieses Wetter ist mit 10.000 Kilometer pro Stunde kaum zu übertreffen. Wissenschaftler müssen mit allem rechnen, wenn sie das Wetter im All untersuchen. Manchmal wird der Wind zu einem Sturm oder gar zu einem Tornado. Galaktische Tornados sind unberechenbar und verhalten sich oft seltsam. Vor kurzem wurde im All ein Tornado von gigantischen Ausmaßen entdeckt. Dieser Weltraumtornado ist ein Herbig-Haro-Objekt, das bei der Entstehung eines Sterns durch Winde erschaffen wurde. Ein Herbig-Haro-Objekt ist eine leuchtende Gaswolke. Die entsteht, wenn ein Gasstrom mit hoher Geschwindigkeit auf ruhendes Gas in der Umgebung trifft. Dabei entsteht Hitze und das Gas beginnt zu leuchten. Dieses Objekt würde mit Leichtigkeit den ersten Platz unter den größten Tornados des Universums einnehmen, wäre da nicht eine wichtige Tatsache. Es ist eigentlich kein Tornado, obwohl seine Form so aussieht. Es hat diese Spiralform, die aussieht, als würde sie sich drehen. Doch es ist kein rotierendes Objekt wie ein Tornado. Anders als ein Tornado auf der Erde, bei dem ein Luftwirbel eine konische Form bildet, entsteht dieser Tornado durch magnetische Kräfte, die eine Schleppe aus kosmischem Staub erzeugen. Dieser scheint eine Art Spiralstruktur zu besitzen. Das ist seltsam, denn die meisten anderen haben so etwas nicht. Doch der Drall hat andere Ursachen als bei einem Tornado auf der Erde. Die Nummer 2 unter den galaktischen Tornados ist unseren viel ähnlicher. Und es ist eine gewaltige Erscheinung. Es sind riesige Staubstürme, die Mars-Version planetarischer Tornados. Die Staubstürme des Mars sind toll. Dichte Staubwolken, die einen Durchmesser von hunderten Kilometern besitzen und einige Kilometer hoch sind. Mars, der rote Planet, ist ein staubiger und trostloser Ort. Seine Oberfläche ist von Sand bedeckt. Offenbar gibt es kein flüssiges Wasser auf der Oberfläche. Und in diesem staubigen Terrain beginnt der Ärger mit dem Sonnenaufgang. Die Stürme können hunderte von Metern im Durchmesser und mehr als einen Kilometer hoch sein und rasen mit über 110 Stundenkilometer über die Oberfläche. Und sie ähneln irdischen Tornados. Diese Kräfte sind denen eines Tornados sehr ähnlich. Beides sind schlanke Wirbel, die sich um ein Zentrum mit geringem Druck drehen. Doch in einem Tornado herrschen oft viel höhere Windgeschwindigkeiten. Die Gewalt eines Tornados ist unbestritten. Und die Forscher der Iowa State University scheinen von diesen Stürmen nicht genug zu bekommen. Sie haben den größten Tornado-Simulator der Welt errichtet, um die Entstehung der Luftwirbel zu untersuchen. Die Erforschung der Tornados in kleinem Maßstab soll helfen zu verstehen, wie sie in größeren oder gar galaktischen Ausmaßen funktionieren. Trockeneis und Schaumstoffflocken machen das Verhalten des Wirbels sichtbar. Über mir ist ein Gebläse von 1,80 Meter Durchmesser, das einen Unterdruck erzeugt.
Durch den aufsteigenden Luftstrom entsteht ein Wirbel, dessen Größe wir kontrollieren können. Es ist die perfekte Simulation eines Luftwirbels, der sich von der Basis her aufbaut und zu einem Trichter anwächst. Man weiß, dass sich genau wie Tornados auf der Erde auch die Staubstürme des Mars vom Boden her aufbauen. Das Sonnenlicht erwärmt die Oberfläche. Die Hitze wird von der Luft nach oben wegtransportiert. Der entstehende Unterdruck lässt kühle Luft nachströmen und wie bei einer Eiskunstläuferin, die bei einer Pirouette die Arme anzieht, entsteht ein Wirbel, der sich schneller und schneller dreht und Staub in die Atmosphäre saugt. Je höher die heiße Luft aufsteigt, desto größer und heftiger wird der Staubsturm. Er erreicht eine Höhe von mehreren hundert Metern und einen Durchmesser von durchschnittlich über 100 Metern. Er nimmt an Stärke zu, während er immer mehr Staub aufsaugt und zieht dann davon. Doch sollte ein zukünftiger Marskolonist in einen solchen Staubsturm geraten, wäre das nicht tödlich. Die Atmosphäre des Mars ist sehr dünn. Man würde den Wind also kaum spüren. Der Druck wäre relativ gering. Man wäre kaum beeindruckt von so einem Staubsturm. Der letzte galaktische Tornado auf unserer Liste ist ein wahres Mysterium. Er stellt alle Theorien über die Entstehung von Tornados auf den Kopf. Und er ist doppelt gefährlich. Venus. Auf diesem nach der Göttin der Liebe benannten Planeten herrschen schreckliche Wetterbedingungen. Drückende Hitze und ein außer Kontrolle geratener Treibhauseffekt. Dieser Planet versucht ständig vergeblich, sich abzukühlen. Die Venus ist ein faszinierend lebensfeindlicher Planet. Selbst die Maschinen, die wir dorthin schicken, funktionieren nur ein paar Minuten, bevor ihre Bauteile schmelzen. Die Folge der konstanten Hitze auf der Venus sind permanente Stürme. Und diese gehören zu den faszinierendsten Erscheinungen, die je beobachtet wurden. Ein gigantischer, umgekehrter Zwillingstornado existiert permanent am Pol der Venus. Seit die Venus-Express-Sonde großartige Bilder von der Venus übermittelte, versuchen Wissenschaftler, jene Zwillingswirbel zu verstehen, die über ihrer südlichen Polarregion stehen. Es ist wie ein umgekehrter Tornado, denn die Luft wirbelt vom oberen Ende des Trichters zum Boden, während sie bei einem Tornado auf der Erde aufsteigen würde. Und das Seltsame ist, dass es zwei Wirbel sind, wie zwei gigantische Tornados, die sich gegenseitig umkreisen. Hier sieht man die beiden Hälften. Man glaubt, dass die Wirbel eine Folge des Wärmeaustauschs in der Atmosphäre sind. Die Hitze steigt am Äquator der Venus auf und sinkt an der kühlsten Stelle wieder ab. Wie beim Abfluss einer Badewanne, wo das ablaufende Wasser einen Strudel erzeugt. Warum es ein Doppelwirbel ist, ist uns noch ein Rätsel. Der Sturm auf der Venus ist gewaltig. Sein Durchmesser beträgt viele tausend Kilometer und seine Winde erreichen mehrere hundert Stundenkilometer. Und die Wirbel am Pol der Venus bestehen permanent. Das Wetter im All hat die seltsamsten Formen. Sogar der Regen. Andere Planeten haben Atmosphären aus den unterschiedlichsten Gasen.
Dort besteht der Regen aus Stoffen, die für Menschen tödlich wären. Und diese giftigen Niederschläge gehören zu den schlimmsten des Universums. Weit draußen, jenseits der Ringe des Saturns, liegt der zweitgrößte Mond des Sonnensystems. Titan. . 2005 tritt die Cassini-Huygens-Sonde in Titans Atmosphäre ein und landet auf der Oberfläche des Mondes. Sie findet Bedingungen vor, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit denen auf der Erde aufweisen. Titan ist der einzige Himmelskörper des Sonnensystems, der wie die Erde Meere hat. Für mich ist der Titan wie eine verstörte Version der Erde. Die Wissenschaftler entdecken Gebirge, Flussbetten und sogar Seen von der Größe des oberen Sees in den USA. Doch die Flüssigkeit, die Titans Seen und Flüsse füllt, ist kein Wasser, sondern Methan. Ich würde dort nicht baden gehen. Das ist flüssiges, kaltes Methan. Und das bedeutet, dass dort auch der Regen aus Methan besteht. Regen kommt auf Titan nicht jeden Tag vor. Tatsächlich konnte bisher nur selten eine Wolkenbildung beobachtet werden. Doch die Spuren sind überall. Tiefe Trockentäler sind das Ergebnis starker Niederschläge. Wir befinden uns in Tucson. Es regnet hier nicht oft. Doch wenn es regnet, sind die Niederschläge sehr stark und große Wassermengen kommen dieses Trockental herab und erodieren die Seitenwände. Die gleichen Spuren sehen wir auf dem Titan. Dort gibt es auch sehr seltene, aber ergiebige Niederschläge. Die Regengüsse auf dem Titan sind sehr heftig. Wir sehen Erosionsspuren auf der Oberfläche, die darauf hinweisen. Wissenschaftler glauben, dass es lange dauert, bis sich auf dem Titan Regenwolken bilden. Doch hin und wieder treten genug Wolken auf, um einen Regenguss zu verursachen. Wie würde so ein Regensturm hier aussehen? Die großen wären sehr eindrucksvoll. Sie würden den gesamten Himmel bedecken. Und dann würden allmählich die ersten Tropfen fallen, doch viel langsamer als der Regen auf der Erde. Alles würde wie in Zeitlupe erscheinen. Der Wind wäre langsamer und die Regentropfen würden ganz sanft landen. Und sie wären nicht aus Wasser, sondern aus Naturgas. Stellen Sie sich einen giftigen Nieselregen mit der Konsistenz von Rohöl vor. Und das bei minus 180 Grad. Das ist Titan. Auf der Venus gibt es nie Probleme, genug Hitze von der Sonne abzubekommen. Die Atmosphäre voller Kohlendioxid sorgt für einen immensen Treibhauseffekt. In der großen Hitze bilden sich Dämpfe und Wolken voller Schwefelsäure. Es ist ironisch. Die Venus ist nach der Göttin der Schönheit benannt. Und der Ursprung ihrer Schönheit ist eine der stärksten Säuren. Die Frauen stammen also nicht von der Venus. Es scheint dort Stürme und Konvektionsmuster zu geben, die sich umherbewegen. In den Wolken gibt es Turbulenzen. Regengüsse kommen 50 Kilometer über der Oberfläche in der Wolkendecke vor, wo ständig Säureregen fällt.
Der Säureregen der Venus besteht buchstäblich aus Batteriesäure. Er würde sich durch die Haut fressen und Schlimmes verursachen. Was von ihrem Körper übrig wäre, würde von der Schwefelsäure in Staub verwandelt werden. Der letzte Regen auf unserer Liste ist der giftigste und gefährlichste von allen. Überall im Universum verstecken sich verhinderte Sterne in den dunklen Ecken, sogenannte braune Zwerge. Sie sind massiger als unser größter Planet Jupiter, doch so lichtschwach, dass sie mit dem Teleskop schwer auszumachen sind. Ein brauner Zwerg ist ein verhinderter Stern. Ein Gasball, der es nicht ganz geschafft hat. Es ist eine gewisse Menge an Gas notwendig, bevor es zur Zündung kommt und ein neuer Stern aufgeht. Beim braunen Zwerg hat es nicht gereicht. Obwohl er es nicht zum Stern geschafft hat, herrschen auf einem braunen Zwerg beeindruckende Temperaturen über 1600 Grad Celsius. Und anders als Sterne, die zu heiß sind, um Wetterphänomene zu haben, sind braune Zwerge kühl genug für Konvektion und Kondensation. Regen erhält hier eine völlig neue, erschreckende Bedeutung. Tief in der Atmosphäre eines braunen Zwerges ist es so heiß, dass dort selbst Eisen verdampft, wie hier das Wasser. Wenn die Eisendämpfe aufsteigen, kühlen sie ab, erstarren und werden zu Sand. Das Eisen kondensiert und bildet Wolken. Wolken aus kochendem, 1500 Grad heißem Sand. Weil ein brauner Zwerg so groß ist wie unser Jupiter, aber 30 bis 50 Mal seine Masse hat, ist die Gravitation dort sehr groß. Etwa 300 Mal so groß wie auf der Erde. Daher würden Dinge dort viel schneller fallen. Ein Sandstrahler ist ein guter Vergleich zur Situation auf einem braunen Zwerg. Die Gravitation auf einem braunen Zwerg ist 300 Mal so groß wie auf der Erde und die Sandkörner fallen dort mit über 100 Stundenkilometer wie Sand aus einem Sandstrahler. Dieses Stahlblech wurde von der Kraft des Sandstrahlers verbogen. Stellen Sie sich vor, was der Eisenregen auf einem braunen Zwerg, der mit 160 Stundenkilometer fällt, mit so einem Blech anrichten würde. Die Tropfen aus flüssigem Eisen sind bis zu 1600 Grad heiß. Sie fallen mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern. Diesem Hagel aus geschmolzenem Eisen hält kein Regenschirm stand. Ein Regenguss aus der Hölle. Das ist das schlimmste Wetter des Universums. Hitze, Konvektion und Kondensation sind die Bausteine des Wetters. Einzeln sorgen sie auf fremden Planeten für spektakuläre Niederschläge, rasende Winde und Hitze. Kombiniert man sie, entstehen unglaubliche Stürme. Ein Sturm benötigt eine Temperaturdifferenz. Auf der Erde ist jeder Sturm das Resultat einer ungleichmäßigen Erwärmung durch die Sonne. So ist beispielsweise der Ozean kälter als das Land. Hurrikans, Zyklone und Wirbelstürme sind die großen Wunder des Wetters auf der Erde. Und auch im All. Doch anders als auf der Erde, auf der ein Sturm für Stunden oder ein paar Tage lang anhält, können Stürme im All Jahrhunderte dauern. Gegen diese Hurrikans sind die Hurrikans auf der Erde laue Sommerlüftchen.
Auf dem Neptun gibt es die größten Windgeschwindigkeiten im Sonnensystem. Und er hat den großen dunklen Fleck. Ein geheimnisvoller, Hurrikan-ähnlicher Sturm, der ohne Vorwarnung auftaucht und wieder verschwindet. Er zieht gegen den Uhrzeigersinn um den Planeten. Der riesige blau-schwarze Sturm wurde von Voyager 2 entdeckt und ist so groß wie die Erde. Niemand weiß, was ihn hervorruft oder weshalb er schwarz ist. Er gibt Rätsel auf, genauso wie ein weiterer Sturm in unserem Sonnensystem. Der Saturn ist bekannt für seine prächtigen Ringe, doch über seine Atmosphäre weiß man nur wenig. Doch alle 30 Jahre entfesselt der Saturn einen so gewaltigen Sturm, dass selbst Mutter Natur beeindruckt wäre. Er heißt der große weiße Fleck. Ein gigantischer Sturm, der alle 30 Jahre auf Saturns Oberfläche auftritt und bald den ganzen Äquator umfasst. Er umfasst den gesamten Planeten. Wir glauben, dass es ein monströses Gewitter ist. Der Sturm entsteht an Saturns Äquator, dort, wo die Sonneneinstrahlung am größten ist. Vielleicht staut sich die Hitze auf und entlädt sich in einem Sturm, auf einem Planeten, der keine Oberfläche hat und keine Reibung zur Bremsung. Es ist wie ein Teufelskreis. Einmal entfesselt, ergreift der Sturm bald den gesamten Planeten. Monate später verliert der Sturm an Energie und ebbt für weitere 30 Jahre ab. Niemand kennt die Ursache oder die Bedeutung dieser Zeitspanne. Doch Saturns großer weißer Fleck ist nicht so stark oder so anhaltend wie der größte Sturm unseres Sonnensystems. Der Jupiter fasziniert die Wissenschaftler, die die Stürme des Alls studieren seit langem. Und sein großer Sturm ist seit Jahrhunderten ein Augenschmaus. Jupiter ist der Gigant unseres Sonnensystems, größer als alle anderen Planeten. Und auch sein Wetter ist ein Paradebeispiel an schierer Kraft und unvorstellbarer Größe.1664 fällt dem Astronomen Robert Hooke am Jupiter ein Fleck auf, den wir heute als großen roten Fleck kennen. Er ist stabil. Ein Sturm mehrmals so groß wie die Erde, stabil seit 1664. Eine der unglaublichen Erscheinungen unseres Sonnensystems. Der große rote Fleck wurde so benannt, lange bevor man wusste, worum es sich handelt, weil er mit dem Teleskop von der Erde aus zu sehen ist. Der große rote Fleck ist der eindrucksvollste Sturm unseres Sonnensystems. Und er tobt seit mindestens 300 Jahren. Der größte Hurrikan befindet sich auf Jupiter. Er ist eigentlich kein Hurrikan, aber er verhält sich ähnlich. Er hat eine Hitzequelle und wirbelnde Winde und er stellt alles in den Schatten. Der Sturm könnte zwei Erden aufnehmen. Er weht mit fast 500 Stundenkilometern. Hurrikans haben ein Zentrum mit niedrigem Druck. Der große rote Fleck hat eines mit hohem Druck. Bei beiden treten starke Winde auf. Wie ein riesiges Auge umkreist der Sturm Jupiter ständig.
Seine Windgeschwindigkeit erreicht 650 Stundenkilometer. Der große rote Fleck scheint nie an Kraft zu verlieren. Angetrieben von Jupiters innerer Hitze, verschlingt er alles auf seinem Weg. Kleinere Wirbelstürme verschlingt der große rote Fleck wie kleine Fische. Wissenschaftler glauben, dass die geringe Reibung auf dem Jupiter diesen Sturm noch jahrhundertelang weiter toben lassen könnte. Auf der Erde lösen sich Hurrikans, sobald sie an Land gehen, innerhalb einiger Tage durch die Reibung auf. Der große rote Fleck besteht seit über 100 Jahren. Das bedeutet, dass die Atmosphäre des Jupiter im Vergleich zur Erde wohl wenig Reibung bietet. Jupiter ist ein gutes Beispiel für einen Planeten, der selbst zumindest einen Teil der Energie liefert, um einen Sturm Jahrhunderte am Laufen zu halten. Das Wetter ist der Zustand einer Atmosphäre. Auf fremden Planeten treten bekannte Wetterereignisse in ungeahnten Dimensionen auf. Doch weshalb sollte man das Wetter auf anderen Planeten überhaupt studieren? Wenn man nur die Erde betrachtet, fehlt einem der größere Zusammenhang, in den die untersuchten Phänomene einzuordnen sind. Wir sprechen auf der Erde beispielsweise von einem Treibhauseffekt. Wenn man den verstehen will, sollte man zur Venus blicken. Viele glauben, die Lösung aller Probleme auf der Erde könnte man finden, indem man nur die Erde betrachtet. Das ist sehr kurzsichtig. Bekannte Phänomene in unbekannten Umgebungen zu studieren, testet unser Verständnis. Bei der Frage nach der Möglichkeit von Leben auf fremden Planeten spielt das Wetter eine Schlüsselrolle. Die Erde ist ein Planet von vielen, die Sonne ein Stern von vielen. Wir leben in einem gewöhnlichen Teil der Galaxie und können viel durch die Erforschung von anderen lernen. In der Atmosphäre sind. Die Hitze steigt am Äquator der Venus auf und sinkt an der kühlsten Stelle wieder ab. Wie beim Abfluss einer Badewanne, wo das ablaufende Wasser einen Strudel erzeugt. Warum es ein Doppelwirbel ist, ist uns noch ein Rätsel. Der Sturm auf der Venus ist gewaltig. Sein Durchmesser beträgt viele tausend Kilometer und seine Winde erreichen mehrere hundert Stundenkilometer. Und die Wirbel am Pol der Venus bestehen permanent. Das Wetter im All hat die seltsamsten Formen. Sogar der Regen. Andere Planeten haben Atmosphären aus den unterschiedlichsten Gasen. Dort besteht der Regen aus Stoffen, die für Menschen tödlich wären. Und diese giftigen Niederschläge gehören zu den schlimmsten des Universums. Weit draußen, jenseits der Ringe des Saturns, liegt der zweitgrößte Mond des Sonnensystems. Titan. . 2005 tritt die Cassini-Huygens-Sonde in Titans Atmosphäre ein und landet auf der Oberfläche des Mondes. Sie findet Bedingungen vor, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit denen auf der Erde aufweisen. Titan ist der einzige Himmelskörper des Sonnensystems, der wie die Erde Meere hat. Für mich ist der Titan wie eine verstörte Version der Erde. Die Wissenschaftler entdecken Gebirge, Flussbetten und sogar Seen von der Größe des oberen Sees in den USA. Doch die Flüssigkeit, die Titans Seen und Flüsse füllt, ist kein Wasser.
sondern Methan. Ich würde dort nicht baden gehen. Das ist flüssiges, kaltes Methan. Und das bedeutet, dass dort auch der Regen aus Methan besteht. Regen kommt auf Titan nicht jeden Tag vor. Tatsächlich konnte bisher nur selten eine Wolkenbildung beobachtet werden. Doch die Spuren sind überall. Tiefe Trockentäler sind das Ergebnis starker Niederschläge. Wir befinden uns in Tucson. Es regnet hier nicht oft. Doch wenn es regnet, sind die Niederschläge sehr stark und große Wassermengen kommen dieses Trockental herab und erodieren die Seitenwände. Die gleichen Spuren sehen wir auf dem Titan. Dort gibt es auch sehr seltene, aber ergiebige Niederschläge. Die Regengüsse auf dem Titan sind sehr heftig. Wir sehen Erosionsspuren auf der Oberfläche, die darauf hinweisen. Wissenschaftler glauben, dass es lange dauert, bis sich auf dem Titan Regenwolken bilden. Doch hin und wieder treten genug Wolken auf, um einen Regenguss zu verursachen. Wie würde so ein Regensturm hier aussehen? Die großen wären sehr eindrucksvoll. Sie würden den gesamten Himmel bedecken. Und dann würden allmählich die ersten Tropfen fallen, doch viel langsamer als der Regen auf der Erde. Alles würde wie in Zeitlupe erscheinen. Der Wind wäre langsamer und die Regentropfen würden ganz sanft landen. Und sie wären nicht aus Wasser, sondern aus Naturgas. Stellen Sie sich einen giftigen Nieselregen mit der Konsistenz von Rohöl vor. Und das bei minus 180 Grad. Das ist Titan. Auf der Venus gibt es nie Probleme, genug Hitze von der Sonne abzubekommen. Die Atmosphäre voller Kohlendioxid sorgt für einen immensen Treibhauseffekt. In der großen Hitze bilden sich Dämpfe und Wolken voller Schwefelsäure. Es ist ironisch. Die Venus ist nach der Göttin der Schönheit benannt. Und der Ursprung ihrer Schönheit ist eine der stärksten Säuren. Die Frauen stammen also nicht von der Venus. Es scheint dort Stürme und Konvektionsmuster zu geben, die sich umherbewegen. In den Wolken gibt es Turbulenzen. Regengüsse kommen 50 Kilometer über der Oberfläche. Die Jetstreams des Jupiters sind wirklich heftig. Sie haben Windgeschwindigkeiten von vielen hundert Stundenkilometern und transportieren große Gasmengen. Doch anders als auf der Erde sind die Jetstreams sehr stabil. Auf der Erde sind Windgeschwindigkeiten über 320 Stundenkilometer selten. Die Jupiter-Jetstreams sind um 500 Stundenkilometer schnell. Das ist sehr schnell und man kommt nicht heraus, man ist in ihnen gefangen. Sich etwa durch Jupiters äquatorialen Jetstream zu bewegen, käme einer höllischen Achterbahnfahrt gleich. Es ist eine nie endende Achterbahnfahrt, ich liebe es. Man würde über 100 Kilometer nach oben und unten gewirbelt werden. Das wäre ein Druckunterschied, größer als der zwischen Erdoberfläche und dem Gipfel des Mount Everest. Die Jetstreams des Jupiters sind beeindruckend. Jedoch nichts im Vergleich zum nächsten Planeten.
Auf den ersten Blick ist Neptun der letzte Ort, an dem Wissenschaftler Stürme oder heftige Winde vermuten würden. Hitze ist mangelbare auf diesem eisigen Planeten. Neptun ist eisig kalt. Neptun absorbiert nur ein Tausendstel des Sonnenlichts der Erde. Bis 1989 galt Neptun geradezu als langweilig. In großer Entfernung zur Sonne mit einer Umlaufzeit von 165 Jahren glaubte niemand daran, auf dem blauen Planeten große Entdeckungen zu machen. Doch ein Besuch von Voyager 2 änderte alles. Als die Sonde den Planeten passiert, sind die Wissenschaftler erstaunt, Spuren von Wolken zu erkennen. Noch überraschender ist, dass diese Wolken mit hoher Geschwindigkeit über Neptun rasen. Etwas treibt sie an. Etwa Wind? So weit von der Sonne entfernt? Neptun ist der windigste Planet des Sonnensystems. Auf seiner Oberfläche treten Windgeschwindigkeiten von über 1600 Stundenkilometern auf. Stellen Sie sich vor, jedes Mal, wenn Sie nach oben schauen, wehen dort Winde, die die Schallmauer durchbrechen. Wissenschaftler schätzen, dass die Winde je nach Wetterbedingungen bis zu 2400 Stundenkilometer erreichen. Eines der ungelösten Rätsel unseres Sonnensystems ist die Tatsache, dass auf Neptun viel höhere Windgeschwindigkeiten vorherrschen als auf Jupiter, obwohl er nur 4% der Sonneneinstrahlung abbekommt. Dieser Mangel an Sonnenlicht und Hitze widerspricht allem, was Wissenschaftler über die Entstehung von Winden hier auf der Erde wissen. Man könnte glauben, je mehr Sonneneinstrahlung, desto stärker die Winde. Doch auf der Erde herrschen Windgeschwindigkeiten von etwa 50 Stundenkilometern gegenüber 1400 Stundenkilometern auf Neptun. Wissenschaftler glauben, dass in Neptuns Innerem noch Hitze von seiner Entstehung vor Milliarden von Jahren gespeichert ist. Doch niemand versteht, wie diese Hitze ausreichen kann, um solche Windgeschwindigkeiten zu erzeugen. Neptun gibt doppelt so viel Hitze ab, als er durch die Sonne aufnimmt. Doch das genügt nicht, um seine gewaltigen Winde zu erklären. Eine neue Hypothese wird aufgestellt. Mangelnde Reibung könnte Neptuns Winden gestatten, ungehindert um den Planeten zu rasen. Wir können dankbar sein, dass es auf der Erde Reibung gibt. Reibung tritt auf, wenn der Wind auf Objekte wie Bäume, Gebäude oder auf Gebirge trifft. Reibung bremst die Winde ab. Wie andere Gasriesen hat Neptun keine feste Oberfläche. Auch wenn die Sonneneinstrahlung sehr schwach ist, können sich starke Winde entwickeln, wenn auch die Reibung sehr gering ist. Neptuns Winde sind die eindrucksvollsten unseres Sonnensystems. Doch das Universum ist groß. Und was hier beeindruckt, verblasst im Vergleich zum Wetter in den Weiten des Alls. Die vielleicht aufregendste Entdeckung der planetarischen Wissenschaft sind unglaubliche Winde, die wir hoffentlich nie erleben werden. Wenn Sie die wildesten Stürme des Kosmos erleben wollen, dann ist heißer Jupiter Ihr Ziel. Heißer Jupiter ist eine Klasse von Exoplaneten. Kein Ort, an dem man sein möchte. Es ist noch viel schlimmer als auf Neptun. Es ist viel heißer und die Winde sind viel schneller. Wenn Sie einen ruhigen, gemütlichen Ort suchen, sind Sie mit Neptun besser beraten. Heiße Jupiter kreisen sehr eng um ihre Sterne, viel enger als Merkur um unsere Sonne. Und die große Hitze dort sorgt für wildes Wetter.
Sie erhalten etwa 20.000 Mal so viel Licht von ihrem Stern wie Jupiter von der Sonne. Die Temperaturen sind enorm, zwischen 800 und 1000 Grad Celsius und mehr. Die heißen Jupiter befinden sich in sogenannter gebundener Rotation. Das heißt, sie wenden ihrem Stern immer dieselbe Seite zu. Eine Seite des Planeten wird ständig von seinem Stern angestrahlt. Man würde erwarten, dass sie sehr heiß ist. Doch gleichzeitig gibt es die Nachtseite, die nie das Licht sieht. Die Nachtseite ist also wahrscheinlich recht kalt. Um die Temperatur der heißen Jupiter zu ermitteln, messen Wissenschaftler, wie viel Licht der Planet absorbiert, während er auf seiner Umlaufbahn vor einem Stern vorbeizieht. Sie leuchten sehr hell im Infrarotbereich. Will man die Temperatur eines Planeten messen, so muss man seine Infrarotstrahlung betrachten. Doch die Temperaturen auf der Tag- und Nachtseite sind nahezu identisch. Eine erstaunliche Entdeckung, bedenkt man die extreme Situation. Irgendwie wird die Hitze von der Tagseite auf die Nachtseite abgeleitet. Doch auf welche Weise? Winde von enormer Geschwindigkeit sind die Antwort. Die Winde könnten an die 10.000 Kilometer pro Stunde schnell sein. Diese Winde auf einigen heißen Jupitern sind schneller als alles, was wir kennen. Wie schnell sind 10.000 Stundenkilometer? Bei dieser Geschwindigkeit könnte man in 20 Minuten von New York nach Los Angeles fliegen. Da ist diese extrem heiße Tagseite mit all den heißen Gasen. Und diese wollen auf die Nachtseite. Wind entsteht, da diese heiße Luft auf die kalte Nachtseite des Planeten strömt. Es ist wie beim Windsurfen. Man kommt an einem windigen Tag hier raus, setzt sein Segel und fliegt nur so durch den Hafen. Genau so ist es auf diesem Planeten. Die extremen Winde packen die Gase und treiben sie auf die Nachtseite, noch bevor sie abkühlen. Dieses Wetter ist mit 10.000 Kilometer pro Stunde kaum zu übertreffen. Wissenschaftler müssen mit allem rechnen, wenn sie das Wetter im All untersuchen. Manchmal wird der Wind zu einem Sturm oder gar zu einem Tornado. Galaktische Tornados sind unberechenbar und verhalten sich oft seltsam. Vor kurzem wurde im All ein Tornado von gigantischen Ausmaßen entdeckt. Dieser Weltraumtornado ist ein Herbig-Haro-Objekt, das bei der Entstehung eines Sterns durch Winde erschaffen wurde. Ein Herbig-Haro-Objekt ist eine leuchtende Gaswolke. Die entsteht, wenn ein Gasstrom mit hoher Geschwindigkeit auf ruhendes Gas in der Umgebung trifft. Dabei entsteht Hitze und das Gas beginnt zu leuchten. Dieses Objekt würde mit Leichtigkeit den ersten Platz unter den größten Tornados des Universums einnehmen, wäre da nicht eine wichtige Tatsache. Es ist eigentlich kein Tornado, obwohl seine Form so aussieht. Es hat diese Spiralform, die aussieht, als würde sie sich drehen. Doch es ist kein rotierendes Objekt wie ein Tornado. Anders als ein Tornado auf der Erde, bei dem ein Luftwirbel eine konische Form bildet, entsteht dieser Tornado durch magnetische Kräfte, die eine Schleppe aus kosmischem Staub erzeugen. Dieser scheint eine Art Spiralstruktur zu besitzen. Das ist seltsam, denn die meisten anderen haben so etwas nicht. Doch der Drall hat andere Ursachen als bei einem Tornado auf der Erde. Die Nummer 2 unter den galaktischen Tornados ist unseren viel ähnlicher. Und es ist eine gewaltige Erscheinung.
Es sind riesige Staubstürme, die Mars-Version planetarischer Tornados. Die Staubstürme des Mars sind toll. Dichte. Was wäre, wenn der Wetterbericht starken Wind vorhersagt, mit 10-facher Schallgeschwindigkeit? Abendlicher Platzregen aus Schwefelsäure? Oder einen Hurrikan, der doppelt so groß ist wie die Erde und 300 Jahre andauert? Dies sind keine Szenarien aus einem Science-Fiction-Film. Es sind Wetterberichte aus dem Universum. Das Wetter der Erde im Extremen. Wir werden das heftigste, schlimmste, verrückteste und stürmischste Wetter des Universums betrachten. Wir gehen auf Entdeckungsreise zu den Geheimnissen des Universums. Sturm im All. Wetter ist der Zustand einer Atmosphäre. Wir glauben, wir hätten es schlecht auf dem dritten Planeten von der Sonne aus gesehen. Mit schlimmen Gewittern. Drückender Hitze. Oder unerträglich niedrigen Temperaturen. Doch unser Wetter ist harmlos, verglichen mit dem Wetter andernorts im Universum. Regen, Wind und Stürme haben dort völlig andere und bizarre Ausmaße. Doch obwohl die Mechanismen, die diesen Klimaerscheinungen zugrunde liegen, denen auf der Erde ähnlich sind, sind ihre Ergebnisse erschreckend. Es hat 480 Grad Celsius auf der Venus. Heißer als ein Pizzaofen. Jeden Tag. Der Mars ist knochentrocken und mehr als eiskalt. Es gibt Blitze und Stürme. All diese Wetterphänomene beruhen auf Temperaturunterschieden durch die ungleichmäßige Sonneneinstrahlung, welche die Atmosphäre in Bewegung bringt. Vielleicht liegt die Antwort auf das Schicksal der Erde in den Weiten des Weltalls. Wir zeigen Ihnen die extremsten Klimaerscheinungen, die das Universum zu bieten hat. Wenn man wissen will, wohin das Klima unseres Planeten steuern könnte, muss man unsere Nachbarplaneten in unserem Sonnensystem betrachten. Wissenschaftler wissen, dass jedes Wetter von einer Voraussetzung abhängt: Hitze. Hitze löst Winde aus. Und auf anderen Planeten gibt es Winde, die alles uns Bekannte übertreffen. Jupiter ist ein Riesenplanet. Er ist größer als alle übrigen Planeten zusammen. In Sachen Wind ist Jupiter der Erlebnispark unter den Planeten. Die Jetstreams des Jupiters sind toll. Hier auf der Erde gibt es im Wesentlichen einen Jetstream pro Hemisphäre. Auf dem Jupiter gibt es etwa 30 Jetstreams. Sie hängen mit seinen Wolkenbändern zusammen. Die Jetstreams umrunden den Planeten in diversen Richtungen. Sie sind an ihren unterschiedlichen Farben zu erkennen. Diese Jetstreams rasen durch Jupiters 1600 Kilometer dicke Atmosphäre.
Die Erde hingegen besitzt nur wenige Jetstreams und eine Atmosphäre von nur 160 Kilometern. Doch warum gibt es so viele Jetstreams und warum überhaupt Wind auf einem Planeten, der nicht einmal ein Viertel des Sonnenlichts der Erde abbekommt? Eine Theorie besagt, die Winde seien die direkte Folge der schleichenden Abkühlung dieses heißen Planeten. Jupiter ist ein riesiger Planet mit 300-facher Erdmasse. Bei seiner Entstehung entwickelte sich eine große Hitze, die er bis heute abgibt. Die abgestrahlte Hitze steigt in die Atmosphäre auf und trifft dort auf kühlere Luft. Wie die Erde die warme und kalte Luftströme im Gleichgewicht hält, kämpft auch Jupiter um die Balance. Diese Energie treibt die Winde und Stürme in Jupiters äußerer Atmosphäre an. Staubwolken, die einen Durchmesser von hunderten Kilometern besitzen und einige Kilometer hoch sind. Mars, der rote Planet, ist ein staubiger und trostloser Ort. Seine Oberfläche ist von Sand bedeckt. Offenbar gibt es kein flüssiges Wasser auf der Oberfläche. Und in diesem staubigen Terrain beginnt der Ärger mit dem Sonnenaufgang. Die Stürme können hunderte von Metern im Durchmesser und mehr als einen Kilometer hoch sein und rasen mit über 110 Stundenkilometer über die Oberfläche. Und sie ähneln irdischen Tornados. Diese Kräfte sind denen eines Tornados sehr ähnlich. Beides sind schlanke Wirbel, die sich um ein Zentrum mit geringem Druck drehen. Doch in einem Tornado herrschen oft viel höhere Windgeschwindigkeiten. Die Gewalt eines Tornados ist unbestritten. Und die Forscher der Iowa State University scheinen von diesen Stürmen nicht genug zu bekommen. Sie haben den größten Tornado-Simulator der Welt errichtet, um die Entstehung der Luftwirbel zu untersuchen. Die Erforschung der Tornados in kleinem Maßstab soll helfen zu verstehen, wie sie in größeren oder gar galaktischen Ausmaßen funktionieren. Trockeneis und Schaumstoffflocken machen das Verhalten des Wirbels sichtbar. Über mir ist ein Gebläse von 1,80 Meter Durchmesser, das einen Unterdruck erzeugt. Durch den aufsteigenden Luftstrom entsteht ein Wirbel, dessen Größe wir kontrollieren können. Es ist die perfekte Simulation eines Luftwirbels, der sich von der Basis her aufbaut und zu einem Trichter anwächst. Man weiß, dass sich genau wie Tornados auf der Erde auch die Staubstürme des Mars vom Boden her aufbauen. Das Sonnenlicht erwärmt die Oberfläche. Die Hitze wird von der Luft nach oben wegtransportiert. Der entstehende Unterdruck lässt kühle Luft nachströmen und wie bei einer Eiskunstläuferin, die bei einer Pirouette die Arme anzieht, entsteht ein Wirbel, der sich schneller und schneller dreht und Staub in die Atmosphäre saugt. Je höher die heiße Luft aufsteigt, desto größer und heftiger wird der Staubsturm. Er erreicht eine Höhe von mehreren hundert Metern und einen Durchmesser von durchschnittlich über 100 Metern. Er nimmt an Stärke zu, während er immer mehr Staub aufsaugt und zieht dann davon. Doch sollte ein zukünftiger Marskolonist in einen solchen Staubsturm geraten, wäre das nicht tödlich. Die Atmosphäre des Mars ist sehr dünn. Man würde den Wind also kaum spüren. Der Druck wäre relativ gering. Man wäre kaum beeindruckt von so einem Staubsturm. Der letzte galaktische Tornado auf unserer Liste ist ein wahres Mysterium. Er stellt alle Theorien über die Entstehung von Tornados auf den Kopf.
und er ist doppelt gefährlich. Venus. Auf diesem nach der Göttin der Liebe benannten Planeten herrschen schreckliche Wetterbedingungen. Drückende Hitze und ein außer Kontrolle geratener Treibhauseffekt. Dieser Planet versucht ständig vergeblich, sich abzukühlen. Die Venus ist ein faszinierend lebensfeindlicher Planet. Selbst die Maschinen, die wir dorthin schicken, funktionieren nur ein paar Minuten, bevor ihre Bauteile schmelzen. Die Folge der konstanten Hitze auf der Venus sind permanente Stürme. Und diese gehören zu den faszinierendsten Erscheinungen, die je beobachtet wurden. Ein gigantischer umgekehrter Zwillingstornado existiert permanent am Pol der Venus. Seit die Venus-Express-Sonde großartige Bilder von der Venus übermittelte, versuchen Wissenschaftler, jene Zwillingswirbel zu verstehen, die über ihrer südlichen Polarregion stehen. Es ist wie ein umgekehrter Tornado, denn die Luft wirbelt vom oberen Ende des Trichters zum Boden, während sie bei einem Tornado auf der Erde aufsteigen würde. Und das Seltsame ist, dass es zwei Wirbel sind, wie zwei gigantische Tornados, die sich gegenseitig umkreisen. Hier sieht man die beiden Hälften. Man glaubt, dass die Wirbel eine Folge des Wärmeaustauschs. Was wäre, wenn der Wetterbericht starken Wind vorhersagt, mit 10-facher Schallgeschwindigkeit? Abendlicher Platzregen aus Schwefelsäure? Oder einen Hurrikan, der doppelt so groß ist wie die Erde und 300 Jahre andauert? Dies sind keine Szenarien aus einem Science-Fiction-Film. Es sind Wetterberichte aus dem Universum. Das Wetter der Erde im Extremen. Wir werden das heftigste, schlimmste, verrückteste und stürmischste Wetter des Universums betrachten. Wir gehen auf Entdeckungsreise zu den Geheimnissen des Universums. Sturm im All. Wetter ist der Zustand einer Atmosphäre. Wir glauben, wir hätten es schlecht auf dem dritten Planeten von der Sonne aus gesehen. Mit schlimmen Gewittern. Drückender Hitze. Oder unerträglich niedrigen Temperaturen. Doch unser Wetter ist harmlos, verglichen mit dem Wetter andernorts im Universum. Regen, Wind und Stürme haben dort völlig andere und bizarre Ausmaße. Doch obwohl die Mechanismen, die diesen Klimaerscheinungen zugrunde liegen, denen auf der Erde ähnlich sind, sind ihre Ergebnisse erschreckend. Es hat 480 Grad Celsius auf der Venus. Heißer als ein Pizzaofen. Jeden Tag. Der Mars ist knochentrocken und mehr als eiskalt. Es gibt Blitze und Stürme. All diese Wetterphänomene beruhen auf Temperaturunterschieden durch die ungleichmäßige Sonneneinstrahlung, welche die Atmosphäre in Bewegung bringt. Vielleicht liegt die Antwort auf das Schicksal der Erde in den Weiten des Weltalls. Wir zeigen Ihnen die extremsten Klimaerscheinungen, die das Universum zu bieten hat.
Wenn man wissen will, wohin das Klima unseres Planeten steuern könnte, muss man unsere Nachbarplaneten in unserem Sonnensystem betrachten. Wissenschaftler glauben, dass in Neptuns Innerem noch Hitze von seiner Entstehung vor Milliarden von Jahren gespeichert ist. Doch niemand versteht, wie diese Hitze ausreichen kann, um solche Windgeschwindigkeiten zu erzeugen. Neptun gibt doppelt so viel Hitze ab, als er durch die Sonne aufnimmt. Doch das genügt nicht, um seine gewaltigen Winde zu erklären. Eine neue Hypothese wird aufgestellt. Mangelnde Reibung könnte Neptuns Winden gestatten, ungehindert um den Planeten zu rasen. Wir können dankbar sein, dass es auf der Erde Reibung gibt. Reibung tritt auf, wenn der Wind auf Objekte wie Bäume, Gebäude oder auf Gebirge trifft. Reibung bremst die Winde ab. Wie andere Gasriesen hat Neptun keine feste Oberfläche. Auch wenn die Sonneneinstrahlung sehr schwach ist, können sich starke Winde entwickeln, wenn auch die Reibung sehr gering ist. Neptuns Winde sind die eindrucksvollsten unseres Sonnensystems. Doch das Universum ist groß. Und was hier beeindruckt, verblasst im Vergleich zum Wetter in den Weiten des Alls. Die vielleicht aufregendste Entdeckung der planetarischen Wissenschaft sind unglaubliche Winde, die wir hoffentlich nie erleben werden. Wenn Sie die wildesten Stürme des Kosmos erleben wollen, dann ist heißer Jupiter Ihr Ziel. Heißer Jupiter ist eine Klasse von Exoplaneten. Kein Ort, an dem man sein möchte. Es ist noch viel schlimmer als auf Neptun. Es ist viel heißer und die Winde sind viel schneller. Wenn Sie einen ruhigen, gemütlichen Ort suchen, sind Sie mit Neptun besser beraten. Heiße Jupiter kreisen sehr eng um ihre Sterne, viel enger als Merkur um unsere Sonne. Und die große Hitze dort sorgt für wildes Wetter. Sie erhalten etwa 20.000 Mal so viel Licht von ihrem Stern wie Jupiter von der Sonne. Die Temperaturen sind enorm, zwischen 800 und 1000 Grad Celsius und mehr. Die heißen Jupiter befinden sich in sogenannter gebundener Rotation. Das heißt, sie wenden ihrem Stern immer dieselbe Seite zu. Eine Seite des Planeten wird ständig von seinem Stern angestrahlt. Man würde erwarten, dass sie sehr heiß ist. Doch gleichzeitig gibt es die Nachtseite, die nie das Licht sieht. Die Nachtseite ist also wahrscheinlich recht kalt. Um die Temperatur der heißen Jupiter zu ermitteln, messen Wissenschaftler, wie viel Licht der Planet absorbiert, während er auf seiner Umlaufbahn vor einem Stern vorbeizieht. Sie leuchten sehr hell im Infrarotbereich. Will man die Temperatur eines Planeten messen, so muss man seine Infrarotstrahlung betrachten. Doch die Temperaturen auf der Tag- und Nachtseite sind nahezu identisch. Eine erstaunliche Entdeckung, bedenkt man die extreme Situation. Irgendwie wird die Hitze von der Tagseite auf die Nachtseite abgeleitet. Doch auf welche Weise? Winde von enormer Geschwindigkeit sind die Antwort. Die Winde könnten an die 10.000 Kilometer pro Stunde schnell sein. Diese Winde auf einigen heißen Jupitern sind schneller als alles, was wir kennen. Wie schnell sind 10.000 Stundenkilometer? Bei dieser Geschwindigkeit könnte man in 20 Minuten von New York nach Los Angeles fliegen. Da ist diese extrem heiße Tagseite mit all den heißen Gasen. Und diese wollen auf die Nachtseite. Wind entsteht, da diese heiße Luft auf die kalte Nachtseite des Planeten strömt. Es ist wie beim Windsurfen. Man kommt an einem windigen Tag hier raus,
setzt sein Segel und fliegt nur so durch den Hafen. Genau so ist es auf diesem Planeten. Die extremen Winde packen die Gase und treiben sie auf die Nachtseite, noch bevor sie abkühlen. Dieses Wetter ist mit 10.000 Kilometer pro Stunde kaum zu übertreffen. Wissenschaftler müssen mit allem rechnen, wenn sie das Wetter im All untersuchen. Manchmal wird der Wind zu einem Sturm oder gar zu einem Tornado. Galaktische Tornados sind unberechenbar und verhalten sich oft seltsam. Vor kurzem wurde im All ein Tornado von gigantischen Ausmaßen entdeckt. Dieser Weltraumtornado ist ein Herbig-Haro-Objekt, das bei der Entstehung eines Sterns durch Winde erschaffen wurde. Ein Herbig-Haro-Objekt ist eine leuchtende Gaswolke. Die entsteht, wenn ein Gasstrom mit hoher Geschwindigkeit auf ruhendes Gas in der Umgebung trifft. Dabei entsteht Hitze und das Gas beginnt zu leuchten. Dieses Objekt würde mit Leichtigkeit den ersten Platz unter den größten Tornados des Universums einnehmen, wäre da nicht eine wichtige Tatsache. Es ist eigentlich kein Tornado, obwohl seine Form so aussieht. Wissenschaftler wissen, dass jedes Wetter von einer Voraussetzung abhängt: Hitze. Hitze löst Winde aus. Und auf anderen Planeten gibt es Winde, die alles uns Bekannte übertreffen. Jupiter ist ein Riesenplanet. Er ist größer als alle übrigen Planeten zusammen. In Sachen Wind ist Jupiter der Erlebnispark unter den Planeten. Die Jetstreams des Jupiters sind toll. Hier auf der Erde gibt es im Wesentlichen einen Jetstream pro Hemisphäre. Auf dem Jupiter gibt es etwa 30 Jetstreams. Sie hängen mit seinen Wolkenbändern zusammen. Die Jetstreams umrunden den Planeten in diversen Richtungen. Sie sind an ihren unterschiedlichen Farben zu erkennen. Diese Jetstreams rasen durch Jupiters 1600 Kilometer dicke Atmosphäre. Die Erde hingegen besitzt nur wenige Jetstreams und eine Atmosphäre von nur 160 Kilometern. Doch warum gibt es so viele Jetstreams und warum überhaupt Wind auf einem Planeten, der nicht einmal ein Viertel des Sonnenlichts der Erde abbekommt? Eine Theorie besagt, die Winde seien die direkte Folge der schleichenden Abkühlung dieses heißen Planeten. Jupiter ist ein riesiger Planet mit 300-facher Erdmasse. Bei seiner Entstehung entwickelte sich eine große Hitze, die er bis heute abgibt. Die abgestrahlte Hitze steigt in die Atmosphäre auf und trifft dort auf kühlere Luft. Wie die Erde die warme und kalte Luftströme im Gleichgewicht hält, kämpft auch Jupiter um die Balance. Diese Energie treibt die Winde und Stürme in Jupiters äußerer Atmosphäre an. Die Jetstreams des Jupiters sind wirklich heftig. Sie haben Windgeschwindigkeiten von vielen hundert Stundenkilometern und transportieren große Gasmengen. Doch anders als auf der Erde sind die Jetstreams sehr stabil. Auf der Erde sind Windgeschwindigkeiten über 320 Stundenkilometer selten. Die Jupiter-Jetstreams sind um 500 Stundenkilometer schnell. Das ist sehr schnell und man kommt nicht heraus, man ist in ihnen gefangen.
Sich etwa durch Jupiters äquatorialen Jetstream zu bewegen, käme einer höllischen Achterbahnfahrt gleich. Es ist eine nie endende Achterbahnfahrt. Ich liebe es. Man würde über 100 Kilometer nach oben und unten gewirbelt werden. Das wäre ein Druckunterschied, größer als der zwischen Erdoberfläche und dem Gipfel des Mount Everest. Die Jetstreams des Jupiters sind beeindruckend, jedoch nichts im Vergleich zum nächsten Planeten. Auf den ersten Blick ist Neptun der letzte Ort, an dem Wissenschaftler Stürme oder heftige Winde vermuten würden. Hitze ist Mangelware auf diesem eisigen Planeten. Neptun ist eisig kalt. Neptun absorbiert nur ein Tausendstel des Sonnenlichts der Erde. Bis 1989 galt Neptun geradezu als langweilig. In großer Entfernung zur Sonne mit einer Umlaufzeit von 165 Jahren glaubte niemand daran, auf dem blauen Planeten große Entdeckungen zu machen. Doch ein Besuch von Voyager 2 änderte alles. Als die Sonde den Planeten passiert, sind die Wissenschaftler erstaunt, Spuren von Wolken zu erkennen. Noch überraschender ist, dass diese Wolken mit hoher Geschwindigkeit über Neptun rasen. Etwas treibt sie an. Etwa Wind? So weit von der Sonne entfernt? Neptun ist der windigste Planet des Sonnensystems. Auf seiner Oberfläche treten Windgeschwindigkeiten von über 1600 Stundenkilometern auf. Stellen Sie sich vor, jedes Mal, wenn Sie nach oben schauen, wehen dort Winde, die die Schallmauer durchbrechen. Wissenschaftler schätzen, dass die Winde je nach Wetterbedingungen bis zu 2400 Stundenkilometer erreichen. Eines der ungelösten Rätsel unseres Sonnensystems ist die Tatsache, dass auf Neptun viel höhere Windgeschwindigkeiten vorherrschen als auf Jupiter, obwohl er nur 4% der Sonneneinstrahlung abbekommt. Dieser Mangel an Sonnenlicht und Hitze widerspricht allem, was Wissenschaftler über die Entstehung von Winden hier auf der Erde wissen. Man könnte glauben, je mehr Sonneneinstrahlung, desto stärker die Winde. Doch auf der Erde herrschen Windgeschwindigkeiten von etwa 50 Stundenkilometern gegenüber 1400 Stundenkilometern auf Neptun.